Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich mein Aufgebraucht-Video für dich, also wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, Sammy läuft ja auch so ein bisschen durch die Gegend, denn er weiß, dass gleich ein Video mit ihm zusammen gedreht wird. Genau. Und es ist wieder einiges bei mir leer gegangen in dem letzten Monat und das möchte ich einfach jetzt mal so ein bisschen in diesem Video euch reviewen. Denn ich finde, die Reviews mit den leeren Produkten sind immer die besten, weil die Produkte dann komplett leer sind. Oder sie wurden aussortiert, das heißt, dann sind sie ja schlecht gewesen. Ich fange jetzt einfach mal mit einem Kooperationsprodukt an. Das wurde mir kostenfrei zur Verfügung gestellt und immer wenn ich einen Code habe für die jeweiligen Produkte, die ich jetzt zeige, blende ich euch den ein, denn ich befinde mich gleich in einem gewissen Redefluss. Da denke ich nicht dran, dass ich einen Code habe. Okay, Beauty Mates hat mir zugeschickt einmal die Hyaluron oder Hyaluron Lift Cream für trockene Haut. Das ist diese hier. Das ist so ein Tiegel mit einer wirklich sehr, sehr angenehmen Creme, die nicht zu dick und nicht zu dünn ist, die super in die Haut einzieht und wirklich Feuchtigkeit spendet. Die roch hammermäßig gut und ist auch ratzeputzleer. Ich fand die richtig gut. Die hat mir wirklich enorm gut gefallen. Das war so ein nicht wirklich parfümiertes Produkt. Das war sehr, sehr angenehm. Man konnte es auch super als Make-up-Grundlage verwenden, sprich als Primer. Und man sollte dann in dieses Produkt reinmischen die jeweiligen Serien. Da habe ich einmal das Intensiv Lifting Booster Serum für straffe und feste Konturen. Das ist dieses hier. Da gibt man sich dann ein, zwei Tropfen einfach auf, vermischt es entweder mit der Creme auf dem Handrücken und gibt es auf. Ich habe das so gemacht, dass ich das Serum auf mein Gesicht gegeben habe. Und als es noch nicht eingezogen war, habe ich schnell die Creme drüber gegeben. Das konnte man hier einfach oben dann in die Pipette reinpumpen und ist dann entsprechend rausgekommen. Das ist so ein milchiges Serum gewesen. Hat es meine Konturen wirklich gestrafft? Will ich jetzt nicht unbedingt sagen. Dafür müsste man einen wirklich krassen Langzeittest machen. Ich habe es aber über eine gewisse Zeit getestet. Also in dem Sinne ja ein, zwei Monate, dann war es ja leer. Hat mir aber wirklich gut gefallen. Das hat meine Haut gut getan, es hat sie nicht irritiert und ja, ich kann es wirklich empfehlen. Bei dem Augenlifting Booster mindert Falten und Augenschatten, der war mir zu wenig. Ne? Also den hat man dann auch unter die Augen aufgegeben, beziehungsweise mit der Creme vermischt und dann unter die Augen. War mir nicht reichhaltig genug, da brauche ich einfach mehr. War aber auch angenehm in dem Sinne, dass es nicht gebrannt hat. Es hat meiner Haut gut getan, aber es hat jetzt nicht so gepflegt wie zum Beispiel die Augencreme, die ich jetzt aktuell in Verwendung habe. Man kann das so im Set kaufen, dann ist es günstiger, als wenn man die Produkte einzeln sich bestellt. Wie gesagt, Link dazu in der Infobox und falls ich einen Gutscheincode habe, eingeblendet. Ich weiß es nämlich nicht. Ich glaube, die wollten mir einen zuschicken, aber ich weiß nicht, ob die das schon gemacht haben. Ansonsten schreibe ich den nachträglich nochmal unten in die Infobox rein. Ist aber ein gutes Trio, was man sich einfach mal anschauen kann, ist aber nicht unbedingt günstig. Es tut aber schon was fürs Gesicht, vor allem die Creme. Die finde ich echt klasse. Genau, ja. Es war nicht mein Plan, das so zu machen. Okay, wir machen weiter mit dem Gesicht. Da habe ich hier ein Produkt, das war schon das zweite Mal jetzt in einer Beautybox mit drin, von Kiku SOS Skin Repair Universal Gel. Das habe ich super gerne verwendet, wenn ich so Irritationen hatte in Bezug auf Pickel oder in Bezug auf Sonnenschädigung, wenn ich so Allergieschübe gekriegt habe. Hat mir das wirklich gut getan. Das ist einfach so ein kleiner Pumper und hier oben kannst du dann das Gel rauspumpen. Also ich kann das wirklich empfehlen. Das ist aber auch nicht günstig. War wie gesagt in der Box. Aber ich überlege ernsthaft, mir das nachzukaufen. Ich hatte jetzt letztens noch ein anderes Produkt in der Box, was ich jetzt erstmal austesten werde in der Birchbox. Und wenn das nichts hilft, dann werde ich mir das nachkaufen, weil das hat vor allem so gegen Rötung, gegen Pickelchen echt gut geholfen. Und ich habe hier echt eine krasse Mr. Fred Party am Start. Also die vermehren sich wie sonst was. Naja, fand ich auf jeden Fall ganz gut. Dann habe ich leer gemacht. Das ist ein Kooperationsprodukt mit Yesstyle gewesen. Keep Cool and Soothe Toner, Bamboo Toner. Ja, der hat mir auch ganz gut getan. Der hat meine Haut beruhigt und hat sie gut vorbereitet auf die nachfolgende Pflege. Das habe ich immer verwendet nach der Reinigung. Das heißt, entweder nach dem Duschen oder wenn ich morgens aufgestanden bin und dann mein Gesicht gewaschen habe. Danach habe ich den Toner verwendet. Denn sowas macht halt, dass deine Haut sich darauf vorbereitet, hey, dann kommt gleich jetzt noch irgendwas anderes. Und ich stelle mir das immer so vor, dass meine Haut eine sehr schreckhafte Haut ist, weil sie sehr sensibel ist und sich dann so, huch, da ist ja Pflege, huch, was machst du denn da? So stelle ich mir meine Gesichtshaut vor. Und deswegen gefällt es meiner Haut immer sehr, wenn ich einen Toner verwende, um sie darauf vorzubereiten. Den habe ich mir einfach so auf die Finger gegeben und dann aufs Gesicht gedrückt. Oder ich habe das auf ein wiederverwendbares Wattepad gegeben und dann auf dem Gesicht verteilt, je nachdem, ne, nach Lust und Laune.
Ich habe sonst immer meine Toner abgefüllt in so eine Sprühflasche. Diese Sprühflasche hat aber mittlerweile mein Freund von mir bekommen für seinen Modellbau. Ich muss mir eine neue Sprühflasche kaufen, denn ich war freundlich und habe ihm die gegeben. So, genau, ja, den fand ich ganz nett, der hat mir ganz gut getan und meine Haut vor allem auch gut gefallen. Dann war sie immer sehr beruhigt und ich hatte irgendwie so vom Gefühl her das Gefühl, dass die Rötungen dann halt auch einfach sanfter zurückgehen, ne? Dass sie nicht zu exzessiv unterwegs sind. Ach Mensch, was ist denn hier los? Ich habe da doch extra einen gelben Sack hingestellt und jetzt will der nicht funktionieren. So, dann habe ich dieses hier verwendet, Eau Thermale von Aven. Das ist ein Gentle Tonicum Gedönsen. Das war in der Apothekenbox drin. Das fand ich klasse. Das fand ich sogar noch besser als den Bambustoner. Aber Aven ist ganz schön teuer. Ja, fand ich echt angenehm. Sanft und angenehm habe ich mir darauf geschrieben. Ja, fand ich gut. Ich fand das sogar noch besser als das Rosenwasser, was ich normalerweise von Rosens verwende. Ja, muss ich mal drüber nachdenken, ob ich mir das nachkaufe, aber ich habe eigentlich noch genug Toner da. Dann habe ich zwei Lippenpflegen leer gemacht. Das ist einmal von Balea, das Overnight oder die Overnight Lippenmaske. It's a Magical Time. Das ist aus dem Adventskalender gewesen. Die habe ich abends verwendet, tatsächlich als Overnight Lippenmaske, jeden Abend vor dem Schlafengehen. Hat meine Lippen wirklich sehr gut gepflegt und ich merke jetzt tatsächlich, dass ich sie jetzt schon ein, zwei Tage nicht verwendet habe. Die hat wirklich so gut meine Lippen gepflegt für geschmeidig weiche Lippen. Ich vermisse es ein bisschen, denn ja, meine Lippen werden schon etwas trockener. Egal, fand ich klasse, war im Adventskalender von Balea, wie gesagt, drin. Morgen fahre ich zu DM, um Ausschau zu halten, ob die den neuen Adventskalender haben. Mal gucken. Und dann habe ich noch leer gemacht von Dr. Pierre Rico die Cold Cream SOS Lip Balm Repair. Das habe ich in einer Kooperation zugeschickt bekommen tatsächlich. Oder in einem Geburtstagspäckchen bekommen, sage ich mal. Fand ich auch sehr, sehr schön. Habe ich über Tag verwendet. Ne? Da hat mir das auch ganz gut gefallen. Es hatte halt genauso wie auch von Balea das Produkt hier so ein Rausdruckvieh. Da habe ich mir das immer erst auf den Finger gegeben und dann auf die Lippen, weil ich mag das nicht direkt mit dem Applikator dann in die Lippen zu gehen. Ich weiß nicht warum. Wahrscheinlich, weil da ein Loch drin ist und das Produkt halb flüssig ist und ich dann Angst habe, dass ich dann, keine Ahnung. Aber wenn ich mich zwischen beiden entscheiden müsste, würde ich wahrscheinlich die von Balea bevorzugen, aber ich weiß nicht, ob es das im Standardsortiment von Balea gibt, um ehrlich zu sein. So, dann habe ich ein Produkt aufgebraucht, was ich nicht gut fand. Das habe ich im Trash-Paket auch bekommen, weil es der Person, die mir das zugetrasht hat, selber nicht gefallen hat. Von Biore Free Your Pores mit Aktivkohle für normale bis fettige Haut. Ganz klar, ich habe keine fettige Haut, ne? Und deswegen hat es wahrscheinlich meine Haut auch nicht gefallen. Ich habe eher trockene Haut und ja. Das ist ein porenverkleinerndes Peeling mit Aktivkohle. Hat meine Poren nicht verkleinert, weil sie nicht verkleinert werden müssen. Meine Haut muss einfach nur ab und an mal so gepeelt werden, einfach um den Schmodder und abgestorbene Hautzellen und so weiter runterzunehmen. Und dafür brauche ich das hier nicht. Es hat mir auch in der Anwendung nicht gefallen. Man musste halt hier oben so drauf drücken, dann kam das Produkt raus, wurde dann von hier unten hochgedrückt. Konnte man nicht wirklich dosieren, da hat man halt echt immer einen Klumpen gehabt. Und würde ich jetzt so nicht wieder kaufen. Hat mir nicht gefallen. Dann habe ich aber ein Gesichtspeeling leer gemacht. War das überhaupt? Nee, das ist ein Body Scrub. Das steht hier falsch. Entschuldigung. Dann habe ich ein Abschminkprodukt leer gemacht von Clinique. Das ist das Take the Day Off Make-up Remover Produkt. Ein Zwei-Phasen-Produkt, was ich im Clinique Adventskalender, glaube ich, letztes Jahr drin hatte. Ja, da ist noch ein Sticker drauf. Das fand ich eigentlich ganz gut. Hat halt aus zwei Phasen bestanden, habe ich geschüttelt, dann haben sich die beiden Phasen verbunden, dann konnte ich mir das auf ein wiederverwendbares Wattepad geben, das auf meine Augen drauflegen und das hat dann auch wasserfeste Mascara gelöst. Ich persönlich habe jetzt herausgefunden, dass es mir am besten tut und auch meinen Wimpern von der Pflege her, wenn ich einfach reines Öl verwende oder Abschminköl, da habe ich eins von Yesstyle bei mir stehen und sowas eher... weiß ich nicht, zu reibend ist, da fallen mir einfach zu viele Wimpern aus, um das mal so zu sagen. Ne? Ansonsten merke ich ja nicht, was passiert, wenn ich mich abschminke, aber bei dem habe ich halt gemerkt, die ein oder andere Wimper verliere ich dabei, was ich bei dem Öl nicht unbedingt bemerke. Hat aber jetzt meine Augen nicht gereizt oder so, es war halt grundweg solide, aber es gibt definitiv bessere Produkte von der Art her, ne? Wo ich auch eher zu übergehen werde. So, dann habe ich noch im Bereich Gesicht leer gemacht eine erfrischende Reinigungsmilch, die war von Primavera und die habe ich von der lieben Eva zum Geburtstag geschenkt bekommen. Die hatte ich unter der Dusche stehen und habe sie dann quasi verwendet, nachdem ich
mich abgeschminkt habe und dann unter die Dusche gegangen bin, um halt ganz normal zu duschen. Dann habe ich meistens mir so das Öl abgewaschen vom Abschminkvorgang und mir dann nochmal dieses Reinigungsprodukt aufgegeben, um dann nochmal mein Gesicht zu reinigen. Das ist ja dieses Double Cleansing, was man machen kann. Ich mache das halt wirklich einmal vor der Dusche, einmal in der Dusche und da war das okay, aber eine Feuchtigkeitspflege, wie hier drauf steht, hat es meiner Meinung nach nicht gegeben. Liegt aber auch daran, dass ich ja quasi danach mich ganz normal geduscht habe und das Produkt dann ja auch wirklich abgewaschen worden ist. Hat mir persönlich jetzt auch nicht so ultramäßig gut gefallen. Ich würde es jetzt auch nicht nachkaufen. Jo. Dann habe ich aus dem Bereich Gesicht noch ein Produkt aus der Birchbox leer gemacht und zwar von Hugo oder Huygens L'Huile Visage Elixir Nuit. Das ist ein Nachtserum fürs Gesicht. Das habe ich dann quasi, nachdem ich meinen Toner aufgetragen habe und bevor ich meine Augencreme und meine normale Gesichtscreme aufgegeben habe, aufgetragen. Da reichte auch nur ein, zwei Tropfen fürs ganze Gesicht. Das war super, super reichhaltig, sagt man das so. Das hat sich halt wirklich überall hin verteilen lassen und hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. War ein schönes, nach leichtem Lavendel duftendes Serum, was meine Haut beruhigt hat und was mir gut gefallen hat. Doch, auch die Pipette, ne, das finde ich ja total niedlich. Schau auf jeden Fall mal in die Infobox, da ist ein Link, falls du die Birchbox abonnieren möchtest, dann bekommst du die ein bisschen günstiger und ich kann Birchbox Points sammeln, yay. Und ja, ne, ist auf jeden Fall ein cooles Produkt gewesen und die Marke Hugo oder Huygens haben wir jetzt öfters auch schon mal in der Goodiebox mit drin gehabt. Genau, Glasmüll kommt zu Glasmüll. Dann habe ich von meiner Beurer Gesichtsreinigungsbürste einen Bürstenkopf aufgebraucht und ausgewechselt. Also hier ist jetzt der alte, schäbige Bürstenkopf drin. Nach einer gewissen Zeit, ich weiß nicht, 4 Monate, genau, nach 4 Monaten sollte man den nämlich auswechseln. Anfangs war ich ultra begeistert von dieser Beurer Gesichtsreinigungsbürste und bin es eigentlich auch noch immer. Aber ich kann sie nicht an allen Stellen in meinem Gesicht anwenden. Das heißt, wenn ich mein Gesicht reinige, dann mache ich ja dieses Reinigungsfluid drauf oder halt ein Gesichtsreinigungsprodukt unter der Dusche. Dann nehme ich meine Beurer Gesichtsreinigungsbürste zur Hand, stelle sie an und fahre dann vorsichtig damit über mein Gesicht. Aber das mache ich nur wirklich in diesem Bereich, also über meinen Wangen, über meine Nase gehe ich damit, auch an der Nase hier unten herum. Meine Kinnpartie lasse ich aus, weil die jetzt wirklich auch durch die ganzen Pickel sehr angegriffen ist. Und sobald man irgendwie offene Stellen im Gesicht hat, sollte man das auch nicht mit dieser Beurer Gesichtsreinigungsbürste oder mit einer allgemeinen Gesichtsreinigungsbürste bearbeiten. Auch wenn man denkt, ich schrubb die jetzt einfach mal so weg, nicht gut. Du irritierst deine Haut damit nur einfach viel zu sehr. Und natürlich die Kinn- und Halspartie habe ich auch damit gereinigt. Also ich habe die Reinigungsbürste halt jetzt mit neuem Duschkopf vor allem seit dem 15.08. unter meiner Dusche stehen. Da habe ich den gewechselt und ja, der ist jetzt aufgebraucht. Dann habe ich ein Schwämmchen mir gekauft, oder zwei vielmehr, von Luvia in Kooperation mit Maxime Giacomo. Ja. Das ist richtig klasse. Ich mag diese Schwämmchen mega gerne. Also ich verwende sie jedes Mal, wenn sie sauber sind, dann werden sie direkt hier an meinen Schminktisch gelegt und sie werden direkt verwendet. Die sind super weich, super angenehm. Preis-Leistungs-Verhältnis passt. Ich kann natürlich noch nichts über die Langlebigkeit der Schwämmchen sagen. Lassen sich schön reinigen und so weiter. Make-up lässt sich schön damit verblenden. Und ich mag die wirklich gerne. Und ich finde, da hat Maxime ein ganz, ganz tolles Produkt in der Kooperation rausgebracht. Vor allem finde ich das cool, dass du hier einen Doppelpack bekommst. Also, dass du wirklich ein und dasselbe Schwämmchen in der gleichen Größe zweimal erhältst. Finde ich echt klasse. So, ich würde sagen, wir gehen jetzt einmal kurz rüber zu den Haaren. Da habe ich nämlich ein Shampoo leer gemacht, was ich von der lieben Karin geschenkt bekommen habe zum Geburtstag. Und zwar ist das von The Body Shop Strawberry. Das ist übrigens nicht das Shampoo, das ist der Conditioner. hat mir richtig gut gefallen, genau das Shampoo. Ich habe Shampoo und Conditioner auch schon mal davon leer gemacht und sie hat mir das nochmal zum Geburtstag geschenkt. Hat mir wirklich, ich liebe den Duft. Ne? Also es macht schöne Haare, wirklich toll. Wirklich, wirklich toll. Ach, das riecht angenehm nach Erdbeere und ich liebe von The Body Shop den Strawberry Duft, also den Erdbeerduft. Hier sind 250 ml enthalten und die hält diese Flasche auch entsprechend echt lange. Weil es auch ein sehr,
Mir fehlt das Wort dafür. Ein langanhaltendes Produkt ist ein effektives Produkt. Ich weiß nicht, du brauchst nicht viel davon, um es quasi zu verwenden. Ja, für mich auf jeden Fall ein empfehlenswertes Produkt, was ich hier nennen kann. Genau. So, dann habe ich ein Shampoo leer gemacht, was ich von der lieben Cindy bekommen habe. Und das ist eigentlich für Kinder gewesen, genau. Von Bübchen Shampoo und Duschgel Sensitive, sanfte Lieblinge. Das ist dieses hier. Das habe ich, als sowohl Duschgel als auch als Shampoo verwendet und fand das ganz schön. Das ist natürlich nicht so, dass ich kein Treatment in den Haaren hatte. Da müssen wir uns nichts vormachen. Ne? Das war auf jeden Fall einfach ganz normal als Shampoo und danach habe ich dann entweder eine Kur oder eben eine Spülung verwendet. Genauso war das auch mit dem hier, Nyx Sun, wobei das war eigentlich eine ganz gute Geschichte, wenn man sich halt über den Tag mit Sonnencreme eingecremt hatte, dass man die halt gut runtergewaschen bekommt oder auch wenn du sonnengeschädigte Haare hast, dass du doch das entsprechend pflegen konntest. Das ist ein After Sun Hair and Body Shampoo, so nennt sich das konkret. Fand ich von der Schäumigkeit und so jetzt nicht so ultra krass. Ich mag es sehr gerne, wenn ich dann auch so ein bisschen dieses Spa-Feeling mit Schaum und Kabuff-Kabäm habe. Das hast du hiermit nicht wirklich bekommen. Aber es hat halt wirklich den Sonnenschutz gut runtergenommen. Das ist immer eine ganz wichtige Geschichte, dass man den dann auch abends sich ordentlich abwischt. Ansonsten bekommst du halt auch so Pickelchen oder die Haut ist dann entsprechend gereizt. Ne? Das ist auch nicht so gut. Und ja, genau. Ne? Und für die Haare war das auch ganz gut, weil gerade im Sommer habe ich sehr, sehr strohige Haare. Jetzt sieht man, dass die Sonne nicht mehr ganz so da ist, deswegen sind sie auch sehr schön genährt. Sehr geiles Produktchen gewesen und ja, auf jeden Fall hilfreich jetzt im Sommer. So, eine weitere Spülung habe ich leer gemacht und zwar von Hair Biology Anti-Frizz and Illuminate Spülung mit Hyaluronsäure und Omega 9 von Provi. Widerspenstiges oder trockenes und koloriertes Haar. Ja, ich war jetzt tatsächlich nicht bei den Leuten mit dem kolorierten Haar, aber mein Haar ist trocken und manchmal widerspenstig. Ich habe hier drauf geschrieben, Duft toll, Pflege okay. Ja, es hat halt diesen typischen Pantene Provi-Duft gehabt, ne? Und von der Pflege her gibt es durchaus bessere Conditioner, zum Beispiel der von The Body Shop, der hat mir besser gefallen, aber ja, war solide vom Produkt her, ne? So, dann habe ich die Wonder Mask von Garnier Fructis gemacht. Das ist in zwei Phasen. Hier hinten drauf habe ich mir geschrieben, Französischkenntnisse aufgefrischt, weil das hier hinten alles auf Französisch draufsteht. Das ist in zwei Phasen, super schnell und angenehm. Nein, super schnell, angenehmer Duft. Gute Pflege habe ich mir hier drauf geschrieben, okay. Achso, weil du erst das eine drauf machst, dann lässt du das entsprechend kurz einwirken. Dann machst du das andere direkt drüber und lässt das irgendwie nur 3 Minuten einwirken, genau. Und dann kannst du es direkt auswaschen, was ich praktisch finde. Bei vielen Haarkuren hast du ja oft, dass du das irgendwie 5 bis 10 Minuten einwirken lassen musst. Oder du hast dann irgendwelche Kappen, die du dir da aufsetzen sollst. Das war hier halt nicht. Das ging halt super schnell mit diesem Produkt. Und ja, hat halt eine schöne Pflegewirkung gegeben. Ich finde immer bei solchen Produkten, allgemein bei Haarmasken und so, ne? Ist es halt so, dass diese langfristige Nährung der Haare nur dann stattfindet, wenn du das auch wirklich regelmäßig verwendest. Bei einer Anwendung merkst du da nicht so viel von. Wenn du sowas aber regelmäßig anwendest, nährst du die Haare entsprechend und dann sieht man halt auch Glanz und Schein und hast du nicht gesehen, ne? Genau. Auch Sammy hat ein Shampoo leer gemacht und zwar ist das Doggy Shampoo with Macadamia Oil und es ist pH hautneutral. Das ist dieses hier, das hatten wir im Action. Wenn ich ihn fragen würde, würde er sagen, fand ich blöd, weil Sammy hasst Duschen. Aber ich fand es ganz gut. Es ließ sich auch gut rauswaschen und so. Also von daher, gutes Shampoo. So, jetzt habe ich ein Deo leer gemacht. Mir ist irgendwie aufgefallen, ich zeige irgendwie in letzter Zeit relativ selten Deos. Wahrscheinlich, weil ich die direkt wegtue oder so. Ich weiß es nicht. Von Rexona Maximum Protection. Das hatte ich in der Box mit drin. Habe ich direkt dann in Anwendung genommen. Und das hat mir auch gut gefallen. Das hat auch wirklich Schutz gegeben. 3x Schutz bei Stress, Hitze und Bewegung. Jo. Nö, hat mir gut gefallen, jetzt gerade, wenn es mal ein bisschen wärmer war. So, kommen wir zu einem eskalativen Part, weil eigentlich sind wir ja noch bei bei Gesicht, ne? Masken. Ich versuche schnell zu machen. Zuallererst habe ich von La Mer Ultra Hydro Booster Masken Augenpatches genommen. Da habe ich aufgeschrieben, tolle, angenehm sitzende Pads, die kühlende Feuchtigkeit geben, leicht glätten und nicht pieksig sind. Und da habe ich mir ein kleines Bildchen gemalt
Das soll ein Auge darstellen, was nach unten guckt. Und wenn es nach unten guckt, dann piekst es nicht. Das soll bedeuten, normalerweise, wenn ich solche Augenpatches mir aufgebe und dann meine Augen bewege, zum Beispiel, wenn ich mich eincreme und dementsprechend dann auch mal nach unten gucken muss, dann piekst das bei mir hier unten immer. Das haben die nicht getan. Das ist positiv. Dann habe ich von Yuti die iPad Mask leer gemacht. Das ist diese hier. Das ist von Jule gewesen. Die habe ich von ihr geschenkt gekriegt. Ich habe hier drauf geschrieben, nice to have, aber kein must have. Gut, aber nicht besonders gut. Also, ne, ich habe auch welche, die so in Pöttchen sind, so koreanische. Die finde ich sehr, sehr angenehm und die helfen auch wirklich was bei mir. Bei manchen Sachen, die ich hier jetzt zeige, hat man nicht wirklich eine Wirkung gesehen, aber es ist halt okay gewesen. Auch da wieder, wenn man es regelmäßig anwendet, dann sieht man irgendwann einen Effekt. Aber jetzt nicht, wenn du es nur einmal verwendest. Dann habe ich hier von dem lieben Jan von Barbour diese Eyepatches zugeschickt bekommen in seinem Party Light Hall. Genau, da kommt auch diese Kerze her. Waren auch einige Barbour-Produkte drin. Und das sind die Skinovage Refreshing iPads. Und hier steht drauf nice. Und hier steht drauf toll. Vor allem, wenn gerade aus dem Kühlschrank oben Vlies auf Haut Gelpad pflegt. Du hast halt zwei verschiedene Seiten von dem Pad. Obendrauf hast du einfach so ein Vlies und das, was auf die Haut drauf kommt, ist halt so ein angenehmes Gel, was dann ja auch quasi sich mit der Haut verbindet und schön kühlt. Und gerade als es so warm war, denn die meisten Produkte habe ich ja aufgebraucht, als es so warm war, hat es wirklich gut getan. Und dann habe ich von Mask Me Up Spot On Perfect Skin Patches leer gemacht. Das sind diese hier, die habe ich mir auf Rötungen gegeben. Bei mir ist das so, dass es nicht tatsächlich etwas dagegen unternimmt, dass der Pickel da ist, aber es unternimmt etwas dagegen, dass ich knibbel. Denn wenn das Patch drauf ist, dann gehe ich da nicht bei und dann kann ich es nicht, ne, mehr reizen. Und deswegen finde ich diese Anti-Pickel-Patches für Claudi unter Kontrolle halten immer ganz gut. Aber wirklich diesen Gedöns da wegzumachen, eigentlich nicht. Dann habe ich von Dalton ein Produkt leer gemacht und zwar Face Care Magical Effect Beauty Mask. Oh, die ist so, so toll. Das ist so ein Pöttchen und die darfst du dir ein bis zweimal Wochen auf Gesicht, Hals und Dekolleté aufgeben und nach 5 bis 10 Minuten abwaschen. Und oh, so ein herrliches Produkt. Das ist eine weiße Maske, die habe ich auch mit euch zusammen mal getestet und danach ist die Haut wirklich so wundervoll zart. Super Soft Skin, nur 5 bis 10 Minuten habe ich mir hier drauf geschrieben. Ja, also das ist echt eine ganz klasse Maske, die ihr Geld wert ist und du kriegst da richtig viel raus, ne? Also du kannst dir da richtig viele Anwendungen von machen und deswegen lohnt es sich halt vom Preis-Leistungs-Verhältnis her, sich durchaus auch einfach mal einen Tiegel zu holen und nicht immer diese Einmalanwendung von Masken zu holen, sagte sie und hatte einen riesen Haufen von Masken hier vor sich, den sie nun in die Kamera halten wird. Von SNP habe ich die Yeju Green Tea Mask, die habe ich mir gekauft im TK Maxx, das ist diese hier. Das hat einen richtigen Frischicke gegeben, die Haut wird beruhigt und Rötungen werden dezenter gemacht und das hat mir einfach sehr, sehr gut gefallen, ne? Also eine gute Maske und wie alle Tuchmasken oder Masken generell kann ich euch einfach empfehlen, die vorher in den Kühlschrank zu legen. Diese Maske hatte ich in einer Apothekenbox drin und zwar von Med Spezial, die Detox-Maske mit Meeresalge und Leinöl. Das sind tatsächlich 2 Sachets drin von dieser Maske und die ist toll. Der Detox-Effekt bedeutet in dem Sinne, dass die Haut rein und feucht wird. Also so war das auf jeden Fall bei mir. Ja, man hat sich einfach sauber angefühlt. Ne? Die Poren haben sich gereinigt angefühlt. Es hat sich so ein bisschen angefühlt, als hätte man so einen kühlen Film auf der Haut. Es war sehr, sehr angenehm. Eine weite Reinigungsmaske habe ich leer gemacht und zwar von Shams. Die Todesmeermaske reinigt intensiv gegen Pickel und Mitesser und die fand ich tipptopp. Also das ist halt, ne, eine altbewährte Maske, die kenne ich, die habe ich schon mehrfach verwendet. Die gebe ich mir einfach nach dem Duschen auf das Gesicht, lasse sie dann entsprechend einwirken. Währenddessen creme ich mich ein und mache mein Rampampam und dann wasche ich die ab und habe danach wirklich eine schöne geklärte Haut und alles sieht dann irgendwie so ein bisschen, weiß ich nicht, besser aus. Gereinigter halt. So. In der Goodiebox hatten wir von Mask Me Up die Hemp Sheet Mask Regenerating and Nourishing Facial Mask. Sheet Mask. Das ist diese hier. Die war sehr dünn, sehr nass, sehr angenehm und sehr hilfreich. Habe ich hier drauf geschrieben. Genau. Und die ist mit Cannabis, Sativa, Samenöl, was Skin gesichtsheilend und regenerierend wirken soll. Das soll reparieren und beruhigen und das hat alles soweit so gut bei mir gemacht und deswegen kann ich dir empfehlen. Es war eine schöne Geschichte.
Von The Body Shop, ich glaube aus dem Adventskalender vom letzten Jahr, habe ich die Aloe Calm Sheet Mask gemacht. Das ist diese hier. Die ist perfekt bei einem heißen Sommertag aus dem Kühlschrank, habe ich mir hier drauf geschrieben. Aloe Vera ist ja sowieso so eine ganz beruhigende Geschichte und pflegende Geschichte. Ich habe aufgeschrieben, dass es eine sehr merkwürdige Form hat. Die Seiten waren zu klein tatsächlich. Das ging sehr, sehr weit vom Ohr entfernt weg. Die Stirn zu hoch und die Augen zu klein. Also bis irgendwann mal eine Tuchmaske auf den Markt gebracht wird, die mir perfekt passt, wird es wahrscheinlich eh noch ein bisschen dauern. Jetzt kommt gerade die Sonne so schön raus. Ich will jetzt aber nicht die Jalousie runtermachen. Dann leben wir jetzt einfach mal mit diesen schlechten Lichtverhältnissen. Ja. Also, eine gute Maske und ich hoffe, dass sie dieses Jahr vielleicht auch in dem ein oder anderen Adventskalender von The Body Shop zu finden ist, denn die ist wirklich gut. Dann habe ich diese Maske gemacht, die Gold Mask Hydrogel. Das ist eine zweigeteilte Maske. Ja, die war interessant, ne? Die war halt wirklich zweigeteilt. Also einmal für oben, einmal für unten. Das war auch super dünn und flexibel. War so eine klassische Hydrogel-Maske, das heißt halt so ein bisschen bubbelig. Sie zieht aber komplett ein und pflegt absolut angenehm, auch wenn sie anfangs sehr, sehr schleimig wirkt. So habe ich mir das aufgeschrieben. Es war tatsächlich so, dass man dieses Gefühl hatte, als würde eine Schnecke übers Gesicht laufen. Sie rutscht nicht und sieht fancy aus. Ja, gut, bei solchen Masken ist halt immer, wenn das Vlies nicht allzu dick ist, weil ich hatte auch solche Goldmasken tatsächlich schon, die einfach so unfassbar dick waren. Und da siehst du einfach ganz merkwürdig aus, als wärst du der nächste Serienkiller. Aber ja, die hat sich ganz gut der Haut angepasst, der Größe in dem Sinne und der Dicke und hat funktioniert. Gut, dann habe ich eine weitere unreine Hautmaske gemacht und zwar von Luvos Heilerde, die Anti-Pickel-Maske bei fettiger, unreiner Haut, naturreine Heilerde mit Jojobaöl. Ich persönlich mag die einfach sehr, sehr gerne, wenn ich halt meine Erdbeerwoche habe und da habe ich sie auch gemacht. Das ist für mich immer so eine SOS-Geschichte tatsächlich und ja, kann ich empfehlen. Es ist so eine ganz natürliche Geschichte. Ich glaube, die ist halt auch noch so vegan und so ein Kram mit Heilerde und richtig gut. Von La Cura, sprich von Aldi, habe ich diese Tuchmaske hier gemacht mit Hydration Code. Normale und trockene Haut, ja, habe ich ja. Die Form war sehr merkwürdig, das war oval oder so, also die war wirklich hier oben so, hätte mein Gesicht noch verlängern können, das war sehr merkwürdig. Die Wirkung war solide, leicht cremig nach dem Einziehen, also in dem Sinne eine gute Geschichte und die hat halt 1,21 € gekostet bei Aldi, ne? Was willst du da mehr machen? Hat mir aber ganz gut gefallen, muss ich sagen. Genau, mit Bio-Aloe Vera-Saft und Hyaluronsäure. Ein erfrischender Feuchtigkeitskick. Mega. So, von Starskin aus der Goodiebox Sonderedition mit Starskin habe ich die Anti-Aging Lift Away Matte Face Sheet Mask mit Silk Matte Green Tea Clay gemacht. Das habe ich auch auf Instagram geteilt, Leute. Das war unfassbar witzig, denn das war einfach eine Tuchmaske mit diesem Lehm halt drauf, ne? Sehr, sehr interessant. Ich fand die auch richtig gut, angenehm, reinigend, glättend, also eher nicht glättend, aber insgesamt wohltuend, weil hier steht halt drauf, glättend, aber wie soll man das merken nach einer Anwendung? Mal ganz im Ernst. Das finde ich halt bei Masken immer etwas schwierig. Deswegen kaufe ich mir halt auch keine Anti-Aging-Masken mehr. Ich habe das, was ich da habe und das, was halt in Boxen zu mir kommt. Aber selber kaufen würde ich mir das nicht. Da hole ich mir lieber eine ordentliche Feuchtigkeitsmaske, damit halt die Fältchen entsprechend aufgepolstert werden können durch Feuchtigkeit. Genau. Ja, aber die war halt, wie gesagt, sehr witzig. Und es war halt so, dass die Maske dann im Tuch auf der Haut getrocknet ist und sich dann halt super abnehmen ließ. Das heißt, du hast nicht so eine, wie bei der Luvos-Maske zum Beispiel, so eine richtig fette Schicht auf deinem Gesicht, die du erstmal runterschrubben und runterwaschen musst, sondern es waren nur noch ganz, ganz feine Stellen, wo man dann noch ein bisschen nachkorrigieren musste mit Waschlappen. Ich fand die ganz gut. Ja. 1, 2, 3, 4 Mal habe ich gemacht die Dalton Face Care Hydro Lift Maske. Das ist diese hier. Ich finde die einfach großartig, ne? Die kann man sich in den Kühlschrank packen und dann ist alles noch viel, viel besser. Das ist eine dicke Gelmaske, die so lala sitzt, kleine Augen, aber nicht rutscht, erfrischt und pflegt. Also ich finde die an sich ganz gut, ne? Weil die halt in dem Sinne auch wirklich die Haut nährt. Sonst hätte ich die nicht 4 Mal gemacht. Ja. Genau. Das einzige Manko, was ich hier mal drauf geschrieben habe, du hast halt ziemlich viel Müll. Du hast halt nicht nur die Maske so, wie sie hier ist, mit der Pappe und so, sondern du hast halt auch noch 2 Mal so ein Vlies mit dabei.
Ne? Aber gut, ich habe sie in einer Kooperation zugeschickt bekommen und finde sie halt auch wirklich gut, sonst würde ich sie nicht so häufig verwenden. Von Yunyai bzw. Midi Pharma Cosmetics haben wir dieses Produkt mal in der Box mit drin gehabt. Da hast du zum einen ein Enzympeeling in so einer kleinen Tube drin gehabt, aber auch eine Gesichtsmaske. Und das konnte man halt so nacheinander verwenden, wobei man halt dieses Enzympeeling mehrfach verwenden konnte und die Gesichtsmaske halt nur einmal. Ne? Dann war sie halt aufgebraucht. Genau. Hier war die Maske drin, wo wir wieder beim Thema Müll wären. Ja, ich weiß. Das ist halt eine asiatische Maske. Und was war's? Genau, hier war dann das Enzympeeling entsprechend drin. Erst machst du das Enzympeeling auf dein Gesicht, um deine Haut entsprechend vorzubereiten. Das war relativ angenehm, aber ich bin wie immer kritisch, ne? Bei halt Enzympeelings. Die Tube reicht für 4 Mal, habe ich mir aufgeschrieben. Genau, und dann kam halt die Hydrogelmaske drauf oder eben eine andere von den Masken, die ich euch eben gezeigt habe. Leider, also in dem Fall war das jetzt leider Serum nur im Sachet. Vorher einmassieren, dann Maske drauf. Haut sieht prall und genährt aus, aber Creme nötig. Genau. Also ich habe dann quasi das, die Feuchtigkeit, die noch in diesem Sachet hier drin war, rausgenommen, habe sie dann auf mein Gesicht aufgetragen, weil irgendwie war diese Hydrogelmaske nicht mit diesem Hydrogel, was in diesem Sachet drin war, durchtränkt. Das war sehr, sehr komisch, deswegen mag ich manchmal es auch ganz gerne, wenn man eine richtige Tuchmaske hat, weil da weißt du einfach, dass das Produkt in das Tuch eingezogen ist und dann entsprechend auf das Gesicht aufgegeben werden kann. In dem Fall war es halt wirklich so, dass du fast gar keine Wirkung von der Maske an sich hattest, aber von dem Serum. Danach musste ich aber auf jeden Fall mein Gesicht eincremen, weil ansonsten wäre das für mich zu trocken gewesen, gerade nach dem Enzympeeling. Es war aber alles ganz schön, also die Haut, ne, das sah alles super aus, auch ne, das Peeling war okay. Ich weiß aber nicht, in welcher Konstellation das mit meinem Mr. Freds hier unten steht. Das bin ich immer vorsichtig, also ich weiß nicht, ob ich jemals wieder Enzympeelings machen werde. Bin halt wirklich vorsichtig, ich habe da ein bisschen Angst vor. Okay, dekorative Kosmetik habe ich auch ein bisschen was aufgebraucht, nicht allzu viel. Dieses Parfum habe ich leer gemacht, das hat aber nur für 3 Tage oder so gereicht. Von Dolce & Gabbana, das Dolce Schein. Das war sehr, sehr schön, sehr, sehr weiblich, sehr, sehr angenehm. Hat mir gut gefallen. Dann habe ich einen Augenbrauenstift von Benefit Precisely My Brow Pencil leer gemacht in der Farbe 3,5. Das ist halt hier so eine Probegröße gewesen, war in einer Glossy Box, Benefit Box mal drin. Und ja, ist jetzt halt einfach aufgebraucht. Den fand ich sehr, sehr schön, war gut in der Anwendung und hat auch gut zu meiner Haarfarbe und Augenbrauenhaarfarbe gepasst. Dann habe ich mein Wimpernserum leer gemacht von Jeux Laurier. Superlative Lash. Das hat mir auch ganz gut gefallen, wobei ich da sagen muss, ich habe das eigentlich sonst immer als mein Lieblingsserum angedacht. Und es ist auch schon die zweite Pulle, die ich davon habe. Das ist so ein kleines Pinselchen, was da rauskommt. Und da pinselt man es auf seinen Wimpernkranz. Ich finde aber mittlerweile das von Nuvega oder so, was ich jetzt gerade verwende, noch besser. Das hatte ich in der Glossy Box Vegan Edition vor ein paar Monaten mal drin. Und jetzt halt in reger Anwendung. Finde ich sogar noch ein bisschen besser als das hier. Ja, ein Produkt muss ich leider aussortieren und zwar von Pretty Vulgar, dieser Lippenstift. Wunderschöne Verpackung, aber das Produkt riecht dermaßen nach Knetgummi. Ich hatte es auf den Lippen drauf und habe mir gedacht, das ist aber merkwürdig parfümiert. Und ja, ich habe ihn leider viel zu selten verwendet und jetzt muss er leider in den Müll. Kommt dann auch nicht zu meiner aufgebrauchten dekorativen Kosmetik, sondern halt direkt jetzt in den Müll. Etwas, was jetzt weiter wandern wird und wo ich einfach ein paar warnende Worte zu aussprechen wollte, ich weiß nicht. Ja, weil aussortieren mache ich ja ab und an mal, aber das sind dann halt einfach Produkte, die mir persönlich nicht gefallen haben, die kommen dann weg. Wenn ich aber ein bisschen mehr dazu sagen möchte, dann kommt sie ins Video mit rein. Also wenn es halt ein richtiger Flop ist, dann ja, den Aventurin von Alterra Naturkosmetik Kraft der Edelsteine Nagellack. Den fand ich so schön. Das war so eine schöne Farbe, Leute. Aber er hat meine Nägel gelb eingefärbt. Er hat sie wirklich gestained. Und ich habe den, glaube ich, vor 3 Wochen drauf gemacht und meine Nägel sind immer noch gelb. Mir wurde gesagt, ich könnte das abbuffern. Funktioniert nicht. Es ist wirklich sehr tief in meine Nägel eingezogen. Trotz Base Coat. Muss man wirklich sagen, richtig heftig. Ne? Also, ja, ich weiß nicht, was das Aventurin-Pulver gemacht hat, aber es hat offensichtlich meine Fingernägel eingefärbt. Ich weiß auch gar nicht, ob ich den jetzt weitergeben möchte oder ob ich den für
Bastelzwecke nutzen möchte. Da bin ich mir echt noch nicht sicher. Aber gelbe Nägel wünscht man keinem. Dann habe ich eine Mascara leer gemacht, die ich super geil finde. Von It Cosmetics, die Superhero Mascara. Die macht ja auch richtig tolle Wimpern. Und die rettet dir wirklich jeden Augenlook, ne? Die ist so geil. Aber die ist halt jetzt leer. Und hatte so ein Kunsthaarbürstchen. Und ja, kegelförmig und wunderschön. Ist aber jetzt halt leer und die Reste sind eingetrocknet und deswegen muss sie leider gehen. War aber eine tolle Geschichte. Die Catrice Eye Foundation, das ist der Waterproof Eyeshadow Primer in Matt. Der ist mir, ja, ich sag mal, jetzt einfach abgelaufen. Ne? Der hat sich so ein bisschen aufgelöst und da man das halt direkt im Auge verwendet, möchte ich den nicht weiterverwenden, weil wer weiß, was damit dann entsteht am Auge. Fand ich aber sehr, sehr gut, also von dem Produkt an sich her, ne, solange wie ich es halt verwenden konnte. Und ja, ist einfach in so einem kleinen Applikator da drin und ich benutze immer Eyeshadow Primer, einfach damit mir der Lidschatten nicht irgendwie im Laufe des Tages in die Fältchen rutscht. Genau, aber auch das Produkt wird weggeschmissen und kommt nicht in die aufgebrauchte dekorative Kosmetik, weil es ja nicht aufgebraucht ist. Abercrombie & Fitch First Instinct, das ist dieses Parfum, das hatte ich glaube ich letztes Jahr im Douglas Adventskalender drin. Das fand ich ganz angenehm. Ne, hat so einen ganz soliden Duft, sage ich mal. Ja, hat auch ganz gut gehalten, also den ganzen Tag über, was mir auch sehr gefallen hat. Und ja, fand ich schön, dass es im Adventskalender drin war. Nun ist es aber aufgebraucht. Ein Parfum, was ich aber jetzt tatsächlich aussortiere, weil es einfach nach nichts riecht. Voll schade, das S. Oliver So Pure, das ist dieses hier. Das habe ich jetzt eine Woche lang durchverwendet, immer wieder. Also jeden Morgen auf der Arbeit, ne? Und dann halt auch im Laufe des Tages, wenn ich zu Hause war, so ab 5 Uhr, dann hier auch mal aufgesprüht. Leute, es riecht nicht. Ich rieche damit nach nichts, nach gar nichts. Und das finde ich schade. Und deswegen wird es mich jetzt verlassen, weil es bei mir einfach keinen Effekt hat. Dann wird eine Pinzette weggeschmissen, aussortiert, ich weiß es nicht, weil sie einfach kein einziges Härchen greift. The Vintage Cosmetic Company, oder ich frage meinen Freund, ob der das für seinen Modellbauzweck entfremden möchte, damit kriege ich kein einzelnes Härchen rausgezupft. Hatte ich irgendwo in der Beautybox mit drin, kann jetzt gehen. Dann habe ich hier eine Nagelfeile von Essence, eine Bananafeile, abgerockt, ich weiß nicht, die kann jetzt auf jeden Fall weg. So, kommen wir nun zum Bereich Körper. Auch im Bereich Körper habe ich wieder einiges aufgebraucht. Fangen wir an mit dem Duschöl und Duschprodukten. Einmal von Teba Teti Sept Hallo Streichelhaut mit Kirschblüte und Reismilch. Cremedusche für ein zartes Hautgefühl, die war wirklich klasse. Die hat mir extrem gut gefallen, die hat super gut geduftet und hat auch wirklich die Haut gepflegt. Also das hat man auch gemerkt, dass der pflegende Aspekt da nicht zu kurz gekommen ist. Deswegen ganz geil. Und ich habe noch ein paar von dieser wundervollen Marke da und das ist immer ein sehr, sehr schöner, langanhaltender Duft. Dann habe ich ein Produkt von Mio leer gemacht, der war, glaube ich, in der Look Fantastic Box drin. Sun Drenched Body Wash, Gentle Golden Micelle Cleanser. Also das hast du dir quasi drauf gemacht, bevor du dir Duschgel aufgegeben hast. Das habe ich nicht verstanden, das fand ich merkwürdig und einfach total überflüssig vom Produkt her. Dann habe ich für meine Pinsel und Schwämmchen eigentlich mir diese zwei Produkte geholt. Einmal das Balea Duschöl und das Isana Duschöl. Das Isana Duschöl hat tatsächlich auch meine Schwämmchen und Pinsel gereinigt und hat sie auch nicht kaputt gemacht. Bei dem Balea Duschöl ist es leider so, dass ich meine Pinsel damit teilweise zerstört habe. Ich muss die echt retten, ne? Da musste ich echt mit Kernseife und allem dran, weil dieses Duschöl ist echt tief in diese Pinsel eingedrungen und das kriegt man nur noch ganz, ganz schwer rausgewaschen. Also da habe ich dann auch die Duschseife oder die Pinselseife von Maxim mit Luvia genommen und versuche das jetzt wirklich nach und nach rauszuwaschen. Wahrscheinlich, weil hier 56% Öle drin sind und hier 70%, ist das hier einfach zu ölig für Pinsel. Ich weiß es nicht. Ich werde mir auf jeden Fall diese Duschöle nie wieder nachkaufen. Denn für Pinselreinigung nehme ich lieber eine ordentliche Pinselseife. Wirklich, bevor ich da wieder so eine Geschichte, so eine Puzzle-Mafucken-Geschichte habe, dass ich da meine Pinsel zu fettig habe, hole ich mir lieber was anderes, was vielleicht auch ein paar Euro mehr kostet. Dann habe ich das hier aber zweckentfremdet, also eigentlich wieder zurück zu dem entfremdet, als das es eigentlich vorgesehen war, nämlich als Duschöl. Das stinkt. Das mag ich auch nicht auf der Haut haben. Und deswegen bin ich froh, dass die alle beide jetzt leer sind und einfach weg können. Dann habe ich ein weiteres Produkt leer gemacht und zwar von Libresse. Daily Intimate Wash Gel. Das ist halt ein Intim-Waschlotionsprodukt. Das hat mir gut gefallen. Das fand ich ganz nett. Vor allem, wenn es jetzt halt einfach draußen ein bisschen wärmer ist, ne? Dann will man sich auch gerne mal ein paar Mal öfter frisch machen.
Dann habe ich ein Produkt verwendet für meine Füße. Und zwar von Balea, die Handbutter White Praliné. Die war echt toll als Fußcreme. Als Handcreme habe ich die halt gar nicht verwendet, sondern nur als Fußcreme. Natürlich habe ich das mit meinen Händen eingecremt, sodass es auch an meinen Händen dran war. Trotzdem fand ich wirklich gut, ist schön eingezogen, war aber gleichzeitig sehr, sehr reichhaltig. Und ja, die war auch sehr duftend. Mit dem Duft nach weißer Schokolade und Vanille 1A. Also ein ganz tolles Produkt. Hatte ich von Jana im Adventskalender drin. Und dann habe ich für den Körper aufgebraucht die Ultra Rich Body Cream von Green Butter. Love Your Body, Cream Your Body. Die hatte ich, glaube ich, in der Vegan Beauty Basket drin. Kann das sein? Da habe ich Ultra Rich unterstrichen. Also es war wirklich sehr, sehr angenehm reichhaltig. Es war wirklich vom Gefühl her wie Butter. Ich fühle es jetzt hier auch von außen, wie unfassbar schmierig das hier jetzt ist. Ich fand die aber mega. Und ich habe es jetzt ja auch echt ratzeputz leer gemacht. Ne? Das ist super, super toll gewesen. Und die roch auch wirklich angenehm. Nicht so typisch Naturkosmetik, sondern es hatte noch irgendwie was, weiß ich nicht, was ganz anderes mit dabei. Das ist Plastik, das heißt, es kann auch tatsächlich in den gelben Sack damit rein. Dann habe ich noch weitere Körperpflegeprodukte leer gemacht. Leute, ich creme mich ja immer so viel ein, ne? Es war ja warm, also durfte dieses Produkt her. Von Aloha Après Soleil After Sun Aloe Vera Gel von De Bruyère. Das kommt, glaube ich, boah, war das in der My Little Box oder in der Birch Box? Das weiß ich gar nicht. War auf jeden Fall in so einer französischen Box mit drin. Das war auch schön. Vor allem war das nicht klebrig. Und das finde ich bei einem Aloe Vera Gel immer super, super, super geil, wenn es nicht klebrig ist. Und ja, das hat mir ganz gut gefallen. Ist aber, glaube ich, ziemlich teuer. Von Ahava, war, glaube ich, in der Juveniles Box, die Dead Sea Water Mineral Body Lotion habe ich leer gemacht. Nee, bei einer Look Fantastic Box, Entschuldigung, habe ich hinten drauf geschrieben. Pflege toll, zieht gut ein, Duft gewöhnungsbedürftig. Ich rieche nochmal dran. Ja, es riecht leicht männlich. Ja, das stimmt allerdings. Ist wirklich gewöhnungsbedürftig, aber ne, 2-3 Mal, dann ist so ein Typchen bei mir auch auf jeden Fall leer, weil ich bin 1,73 Meter groß, dann verteilt sich das ordentlich bei mir. Hä? Ja, die Sonne macht uns jetzt gerade so ein bisschen die Lichtverhältnisse kaputt hier, aber wir kriegen das hin. Dann habe ich noch eine Body-Care-Geschichte von Dalton leer gemacht. Und zwar die Spa Deluxe samtige Körperbutter. Och, war die schön. Die war echt schön. Das war eine ganz tolle Geschichte, wobei ich da sagen muss, es tun dann auch vielleicht die günstigen, die ich eben gezeigt habe von Green Butter. Das war ein ähnlicher Effekt, aber die war schön. Ja, die hat einen ähnlichen Duft, ne? Ich mag den Dalton-Duft ja richtig gerne. Aber das war schon, es war schon wirklich sehr luxuriös, dieses Produkt zu verwenden. Und es ist halt auch einfach gar nicht mal so günstig. Ja, es gibt vergleichbare natürlich in anderen Preiskategorien. Aber allein so ein Tiegel in der Dusche, ach Quatsch, in der Dusche, in dem Badezimmerschrank stehen zu haben und den rauszunehmen und dann sich ganz edel damit einzucremen, fand ich schon ziemlich schön. Also das hat mir mein Spa-Feeling auf jeden Fall gebracht. Ja, ich fand das schön. Fand ich schön, habe ich ja schon gesagt. Ich weiß es nicht. Dann habe ich ein Bodypeeling leer gemacht, was ich eben schon zeigen wollte. Von Bahia. Gommage French Pompom Body Scrub. Mit Litchi-Duft. Das fand ich ganz gut. Das hatte ich auch schon mal. Das ist so ein Zuckerpeeling. Das ist halt ein ganz kleines Pöttchen. Das kriegst du dann relativ schwer raus, ne? Aber es ist halt eher so eine Probegröße gewesen. Fand ich aber ganz angenehm. Und ich mag den Duft von Litchi. Ich esse ja auch gerne Litchis. Das ist echt angenehm. Ja, fand ich ganz gut. Hat mir, wie gesagt, gut gefallen. Genau, Deckel da rein. Und das ist dann ja Glasmüll bzw. Restmüll. Bam. Dann habe ich hier Seabock & Co. Keep Your Garden Clean. Cougar von Cougar. Aha. Lavender Rose and Almond Scrub. Salt and Sugar Body Scrub, genau. Das hat mir nicht so gut gefallen, denn das war mir leider zu hart, zu scharf, zu fest. Wegen Wasserkontakt, Mörserflop. Das habe ich da drauf geschrieben. Ja, ich musste den Rest tatsächlich, also die zweite Hälfte davon, in einen Mörser geben, weil mir das alles verklumpt war. Das war ein bisschen blöd, ne? Es war halt ein großer Klumpen und es war halt ein sehr, sehr hartes Body Scrub. Das fand ich halt nicht so schön, weil das halt, es war halt super trocken. Du hattest da nicht irgendwie noch ein Öl oder sowas mit drin, wie du das ja normalerweise bei manchen Zuckerpeelings hast, sondern es war einfach das lose Produkt hier drin, was du dir dann so über die Haut gerieben hast. Und das war für mich, für meinen Anspruch einfach zu hart. So, weiter geht die wilde Reise. Einmal vorwärts, einmal rückwärts von Takabas oder Take a Bath.
Bubble Body Wash Pad. Das hatten wir letztens erst in einer Box drin. Ich glaube, in einer Goodie Box, ne? Es ist witzig, aber etwas unpraktisch. Für einmal mit 3 Euro zu teuer. Aber Claudi, wie siehst du das bei manchen Gesichtsmasken? Ne? Oder als Luxusmoment. Ja, das kann man auf jeden Fall so sehen. Wirkung reinigend, aber nicht offensichtlich peelend. Genau, weil das war halt so ein Handschuh, den ich hier sogar reingepackt habe. Super. Den du halt auch wechseln musstest. Ne? Da muss man halt auch dran denken. Ah, okay, ja. Das ist halt so ein Handschuh gewesen und damit musst du dann über deinen Körper gehen. Ich weiß gar nicht, warum ich hier wieder irgendwas Angespacktes drin habe. Egal. Auf jeden Fall hast du dir das angezogen, musstest dann aber zum einen den Handschuh ja auch umdrehen. Also erst hast du diese Seite genommen, die weiße Seite fürs Einschäumen und dann die pinke Seite fürs Peelen. Und dann musstest du den Handschuh ja auch, je nachdem, welche Körperseite du dir so eingeschäumt hast oder gepeelt hast, ja auch die Hand wechseln. Also da war man schon ordentlich beschäftigt mit dem Teil. Es war witzig, aber wie gesagt, ein bisschen umständlich für einmal, muss ich sagen, ne? So, dann habe ich ein Food Treatment leer gemacht. Das war, in welcher Box war das denn? Das war in der Beauty Love Box, ne? The Natural Box. Von Anna Evangelista Pure Copa Iba Care. Eine Fußmaske. Das ist diese hier. Ich habe ja Schuhgröße 41 und dafür war es dann leider etwas zu klein tatsächlich. Denn beim Tragen ist mir halt vorne das aufgeplatzt, wo meine Zehen drin sind. Das heißt, das Serum ist dann ein bisschen in die Socken ausgelaufen. Weil Socken habe ich drüber gezogen, damit, ne, du läufst ja wie auf Eiern. Das ist ja super schwammig dann vom Gefühl her. Naja, auf jeden Fall ist es vorne gerissen. Ja, Tipp, auf jeden Fall Socken und Schuhe drüber, ansonsten zu schwammig. Aber gut, cremig, duftend und sehr pflegend. Also danach hatte ich halt wirklich schön gepflegte Füße. Ja, war ganz nice, ne? Fand ich ganz nett. Kann man für mal auch machen, wenn man halt so einen Spa-Moment hat. Das Produkt habe ich direkt mit euch verwendet, als ich es in der Box drin hatte. Ich glaube, das war in der Pinkbox drin. Hawaiian Tropic Satin Protection Ultra Radiance. Ja, das ist eigentlich eine Gesichtscreme vor allem. Eine Sonnencreme. Zu wenig Lichtschutzfaktor für mich, ist es aber toll eingezogen. Nee, das war in der Glossy Box Young, Entschuldigung. Großartiger Duft, also der Duft gefiel mir wirklich gut, das muss ich sagen. Ja, vielleicht hole ich mir das mit meinem Lichtschutzfaktor nach und dann habe ich ja auch mehr Produkt, wenn ich das komplette Produkt habe. So. Im Betje-Haushalt, im Betje, nicht viel. Von Balea die frische Sohlen in der Größe 39 bis 41 habe ich mir in die Schuhe reingelegt. Das habt ihr auch in meinem Schuh-Aussortier-Video gesehen. Die finde ich ganz gut. Ich habe halt immer irgendwie Sohlen drunter, ne? Dass halt die Schuhe geschont werden. Dann habe ich von Profissimo Lebensmittelmottenfalle Dreieck aufgestellt. Aber ich glaube, unsere Motten interessiert das nicht unbedingt. Ich hatte hier ja so von Action welche hingehangen. Habe ich hier nicht drin, schade. Die sind hier richtig gut angenommen worden, sage ich mal. Da sind die Motten gut in eine Falle gegangen. Bei der hier habe ich, glaube ich, eine einzige Motte, die aus Versehen mal dran gekommen ist. Aber die andere Mottenfalle ist komplett leer und ja, keine Ahnung. Nexalotte fliegenfrei Mülltonhänger. Habe ich hier eine alte und eine neue. Oder nee, ich habe mir zwei gekauft, Entschuldigung. Genau, die habe ich zum einen bei uns in die Biomülltonne gehangen und zum anderen haben wir die auch ganz normal in unseren Mülltonnen drin hängen. Und das hilft einfach echt gut gegen diese ganzen Maden und Fliegen und Rampampam. Man muss halt wirklich dran denken, dass man die ab und an auswechseln muss, denn nach 3 Monaten spätestens verlieren die echt ihre Wirkung und dann kann es durchaus sein, dass da einfach Viecher reinkommen. Und das wäre natürlich dann auch wieder unschön, wenn du reinguckst, das hatten wir nämlich. Dann Domol feuchte Einzwecktücher habe ich hier jetzt aufgebraucht, beziehungsweise haben wir aufgebraucht. Mein Freund verwendet die auch ganz gerne für seinen Modellbau, habe ich gemerkt. Dann habe ich hier exemplarisch einmal von Jessa die Slip-Einlagen flexibel. Die habe ich auch aufgebraucht. Das brauche ich halt immer mal wieder. Komme ich nicht drum rum, ne? Die zu verwenden. Ist aber auch nicht schlimm, glaube ich. Dann von Facel die Menstruationswärmepflaster. Die finde ich tatsächlich besser als die von DM. Also die gibt es ja im Rossmann und die gibt es im DM. Bei DM gibt es die von SOS und im Rossmann gibt es die von Facel. Und die von Facel finde ich von der Form besser und von der Wirkung auch. Die von SOS machst du nämlich auf deine Unterwäsche, beziehungsweise auf den Top, also da muss quasi Kleidung zwischen sein
Und das hier kannst du dir direkt auf die entsprechende Stelle kleben, also quasi auf den Unterleib, ne? Und das ist halt auch von der Form her echt super. Das sind so ovale, ja nicht wirklich ovale, aber so runde Dreiecke, sage ich mal. Das passt halt wirklich genau dahin. Und das hat dann hier auch noch so eine, für die Bauchfalte, das muss man einfach mal so sehen, ne? So ein Knick damit bei. Also ich finde es bequemer und es ist auch viel, viel günstiger. Ich habe mir jetzt die von SOS nachgekauft, weil ich nicht in den Rossmann gekommen bin, sondern nur im DM. Deswegen habe ich die von SOS jetzt wieder hier. Wenn ich aber die Chance habe zu wählen, würde ich die wählen. Dann, den wollte ich auch nochmal zeigen. Kühl und lecker Active Zitrone Limette von Milford. Das ist ein ganz, ganz toller Tee. Den kannst du auch kalt trinken. Habe ich im Sommer echt viel getrunken. Kann ich mega empfehlen. Einfach nur mal so als Food-Info. Und dann habe ich hier von Airwick ätherische Öle, Cotton und weißer Flieder. Der war bei uns in dem Duftspender drin, in unserem Badezimmer. Finde ich auch im 1A. Und dann habe ich noch zu guter Letzt zweimal das Deep Sleep Pillow Spray bzw. Sleep Plus Pillow Spray und Deep Sleep Pillow Spray. Ich weiß jetzt nicht, wo der Unterschied sein soll. Von This Works. Einmal in Mini Klein und einmal in der Full Size Größe. Habe ich aufgebraucht. Fand ich beide echt klasse. Ich habe bis auf jetzt gerade gar nicht gewusst, dass das unterschiedliche sein sollen. Kommt bei uns aufs Bett und danach können wir 1A schlafen. Also ich finde es echt schön mit diesem Lavendelduft. Ich hole mir aber gerne auch von Rossmann von Beauty and Wellness oder Wellness and Beauty. Ich verwechsel das immer. So ein Bett- und Körperspray, was man halt auch aufgeben kann. Die haben halt direkt, wenn man reinkommt, hinter der Ideenwelt quasi bei den Duschgelen da in der Nähe, so ein Regal mit diesen Wellness- und Beauty-Geschichten. Schaut da einfach mal, wenn ihr im Rossmann seid. Online bekommt man es leider nicht. Das ist eine viel, viel günstigere Alternative, die wir wahrscheinlich nächstes Mal in meinem Aufgebraucht-Video sehen werden, weil es gerade in Anwendung ist. Und Leute, das war jetzt mein Aufgebraucht-Video und wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Aufgebraucht- und Plattgemacht-Videos. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!